Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuesten Cruise-Level Review. Wir schauen uns heute die neueste Szenerie von Adi Presets an. Es handelt sich dabei um den Airport von Salzburg in Österreich. Dieser ist in Österreich die Nummer 2 und auch dafür bekannt, dass es quasi der Haus-Airport von Red Bull ist. Diese haben an dem Airport ihren Hangar 7, der ein riesiger Glashangar ist, wie wir hier sehen, wo nicht nur verschiedene Flugzeuge, sondern auch Motoren und auch die Formel 1 Autos aus der Geschichte des Red Bull Formel 1 Teams ausgestellt sind. Dieses ist sehr ansehnlich und auch schön von außerhalb des Hangars zu sehen. Die Details hier gehen teilweise aber ein bisschen zu weit. Wir sehen hier gleich den Weltmeisterwagen von Sebastian Vettel, der in einem Detailgrad dargestellt ist, wo ich sagen würde, das hätte man vor 10 Jahren auch in einem Formel 1 Spiel locker unterbringen können und es wäre gar nicht aufgefallen. Ob das jetzt in der Flugsimulation so sinnvoll ist als Nebenelement, wir werden sehen. Aber schauen wir uns nun mal den Rest der Szenerie an, welche für uns Flugsimulationspiloten vielleicht relevanter ist. Da wir bei dem hier heute nicht nur diese Adi Preset-Szenerie in einem Vakuum anschauen, sondern diese auch mit der bereits bestehenden Szenerie von Digital Design vergleichen. Denn es ist ja durchaus interessant für uns Simmer, wenn zwei verschiedene Designer den gleichen Airport umsetzen, welcher jetzt vielleicht der bessere ist. Und wo vielleicht die Szenerie A Vorteile hat und wo die Szenerie B Vorteile hat. Unser erstes Vergleichsobjekt soll dabei der schon eben erwähnte Hangar 7 von Red Bull sein, denn dieser ist neben dem Terminal das wohl markanteste Gebäude auf dem Platz. Hier muss man sagen, dass leider die Digital Design Szenerie so ein bisschen schwächelt, denn dieser hat keinerlei Innenleben in der Umsetzung und ist nur ein Objekt mit einer billigen Glastextur. Auch die Umgebung des Hangars ist hier nicht sehr detailliert dargestellt, da hier nur Standardgebäude verwendet werden. Bei der Adi Preset-Szenerie können wir natürlich sehen, dass der Hangar jetzt ein Innenleben hat und auch diese Modelle, die wir eben schon aus der Nähe gesehen haben, da drin zu erkennen sind. Auch sehen wir hier im Hintergrund das Bürogebäude und ich glaube ein Baumarkt da entstehen, was dem Ganzen ein bisschen Leben einhaucht. Auch die Texturierung des Vorfeldes weiß hier mehr zu gefallen. Diese Texturen sind einfach schärfer und wirken lebendiger. Unser nächstes Anschauungsobjekt ist das Terminal des Flughafens. Dieses sehen wir wohl als Simpiloten am häufigsten. Wir sehen, dass das Terminal bei Digital Design kein Innenleben hat. Hier ist klar ein Punkt für die ATI Preset Szenerie. Das Vorfeld selber jedoch wirkt bei Digital Design lebendiger. Ein weiterer Punkt für Digital Design sind die Fahrzeuge auf dem Vorfeld, da diese speziell für den Airport angepasst wurden. Die gibt es bei ATI Preset zwar teilweise auch, aber es werden auch Standardobjekte des Microsoft Flight Simulator an dieser Stelle verwendet. Auch auf der Landseite des Airports setzt sich dieser Eindruck, den wir bisher haben, fort. Wir können bei der Digital Design Szenerie sehen, dass zwar das gleiche Gebäude umgesetzt wurde, aber der Detailgrad etwas geringer ist. Bei Adi Presets ist der Detailgrad deutlich erkennbar höher und es befinden sich also mehr so Fahrzeuge und verschiedene Gebäude im Hintergrund, die es bei Digital Design so nicht gibt. Das macht schon einen soliden Eindruck. Der größte Unterschied und auch vielleicht markanteste für uns immer ist der Anflug auf die Piste 1.5. Hier sehen wir bei der Digital Design Szenerie, dass nicht nur das Stadion von dem lokalen Fußballverein umgesetzt wurde, sondern auch ein Paketzentrum von der Post und auch ein Baumarkt. Dies sind Gebäude, die im kurzen Anflug auf die Piste 1.5 aus dem Cockpit sehr gut zu erkennen sind und daher meiner Meinung nach wichtig für das Feeling des Airports. Um es kurz zu machen, bei der Adi Preset Szenerie sehen wir, ist einfach gar nichts davon vorhanden. Es sind ein paar Standardgebäude des MSFS, welche im Vergleich zur Digital Design Szenerie vollkommen unzureichend sind. Das gleiche Bild zeigt sich auch in der Stadt. Diese wurde auch von Adi Presets überhaupt nicht angefasst. Und auch der Anflug selber ist nicht so wirklich beeindruckend, weil wir sehen hier, die Anflugbefolgung entspricht dem Standard MSFS und ist sogar so, dass auf der Autobahn mitten auf der Spur Anflugbefolgung steht. Bei einer Payware würde ich erwarten, dass solche Sachen einfach nicht vorkommen. Dieser Eindruck zeigt sich aber durch den ganzen Airport. An Stellen ist dieser hochdetailliert, mit sehr schönen Texturen ausgestattet und wirkt wirklich lebendig. Andere Stellen dagegen, die auch für uns immer relevant sind, wie halt eben der Anflug eben, sind einfach wenig bis gar nicht detailliert. Das lässt einen sehr zwiespältigen Eindruck von dem Airport zurück. Und wir müssen jetzt auch mal das Thema Performance ansprechen, denn auch diese ist auf dem Airport nicht sehr gut. Ich verwende für meine Tests einen sehr performanten Rechner und hatte dabei trotzdem beim Spawnen sofort den Eindruck, dass die Szenerie sehr viel langsamer performt als andere Airports der Größenordnung. Das ist auch teilweise kein Wunder, wenn man sich mal hier anschaut, wo die Details des Airports versteckt sind. Wir sehen hier einen Hangar, der erstmal unauffällig wirkt, aber sobald wir da reingehen, sehen wir, da drin versteckt sich ein hochdetailliertes Modell einer DC-3. Dieses ist meiner Meinung nach vollkommen unnötig an dieser Stelle
und tut nur Performance fressen. Hier wäre es meiner Meinung nach besser gewesen, auf solche Spielereien einfach zu verzichten und dafür zum Beispiel den Anflug der Szenerie zumindest mit einem gewissen Detailgrad auszustatten. Schauen wir uns die restlichen Flächen des Airports, auf denen wir uns als Zimmer bewegen, nochmal genauer an. Wir sehen hier die Taxiways, die meiner Meinung nach sehr gelungen sind. Wir sehen hier, dass nicht nur eine gleichmäßige Textur verwendet wurde, sondern auch Ausbesserungen auf diesen zu sehen sind. Und auch die Übergänge zum Apron und zur Runway selbst sind sehr schön. Leider müssen wir hier sagen, bei den Taxiway Signs ist das Bild doch nicht so schön, da hier einfach die Standard Taxiway Signs des MSFS verwendet wurden, welche nicht sehr schön sind. Auch die Runway selbst könnte besser sein, zwar hat sie einen schönen Detailgrad, aber sie wirkt auf ihrer kompletten Länge einfach gleich, was irgendwie komisch aussieht. Und auch ein Wort der Warnung für AI-Simmer. Hier in meinem Test fuhren die AI-Flugzeuge teilweise immer über die Wiese. Angeblich soll dies mittlerweile in einem Patch gefixt worden sein, allerdings konnte ich dies nicht verifizieren. Was ich jedoch verifizieren konnte, dass tatsächlich die Spawn-Positionen auf dem Airport in einem neuesten Patch gefixt wurden. Falls ihr so wie hier die Ostwind steht, müsst ihr diese Szenerie updaten, denn dieser Bug war am Anfang vorhanden, dass die Spawn-Positionen überhaupt nicht zu den Markierungen auf dem Boden passten und man teilweise 90 Grad falsch stand. Das ist Ali Presets auch sehr positiv anzurechnen, dass sie hier auf Feedback sehr schnell reagieren und diese Szenerie innerhalb von ein paar Tagen nach Release geupdatet haben. Schauen wir uns jetzt die Nachtbeleuchtung der Szenerie an. Diese weist durchaus zu gefallen, mit verschiedenen Lichtfarben auf der Luftseite und der Landseite des Airports. Und auch auf dem Apron selbst sind sogar verschiedene Lichtfarben simuliert. Was leider nicht so sehr gefallen, weil es nachts sind die Terminals. Diese sind sehr dunkel geraten und es wirkt teilweise im Vergleich zum Apron sogar so, als ob hier gar keine Beleuchtung vorhanden wäre. Zum Beispiel im Terminal 1 hier das Innenleben ist kaum erkennbar nachts. Die Beleuchtung der Runway und der Taxiways in der Nacht ist jetzt nicht weltbewegend. Diese würde ich als gesunden MSFS-Standard bezeichnen. Was hier auch wieder auffällt, wie bei vielen Szenerien, ist, dass die Taxiway-Bezeichnungen keinerlei Licht erzeugen, sondern einfach nur ein heller Fleck sind. Hier dürfte auch gerne wieder nachgebessert werden. Und auch die Taxiway Center und Edge Beleuchtung wirkt für mich sehr dunkel. Hier sollte noch ein bisschen mehr Licht entstehen, dass man sie auch gut erkennen kann. Was in der Nacht auch deutlich schlechter wirkt als tagsüber, ist der Red Bull Hangar 7. Während der linke Hangar hier noch einigermaßen okay ist, ist der Glashangar auf der rechten Seite einfach komisch anzusehen, finde ich. Dieser ist zwar irgendwie beleuchtet, aber es wirkt nicht so, als ob da irgendwie Licht drin wäre, sondern es ist einfach nur so, dass scheinbar die verwendeten Modelle nur eine Textur haben, die in Tag und Nacht gleich ist. Dadurch wirkt der Hangar nachts fast wie ein Fremdkörper. Aber kommen wir nun zum Fazit dieser Szenerie. Natürlich ist dieser Airport generell sehr schön gelegen und auch ein wichtiger Airport für Flieger in Europa. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber gerade mit der Konkurrenz von Digital Design muss man hier schon sagen, es ist wirklich schwer, eine Empfehlung für diesen Airport auszusprechen. Natürlich ist dieser in Stellen deutlich detaillierter und moderner gemacht als diese Szenerie von Digital Design. Wie zum Beispiel in dem Hangar von Red Bull oder auch die Gebäude am Terminal und hinter dem Terminal. Aber wenn man dann sieht, dass zum Beispiel die Gebäude im Anflug auf die Piste 1.5 hier komplett fehlen und diese bei Digital Design vorhanden sind, würde ich sagen, ist dort einfach der rundere Airport. Wenn man dann noch die Performance des Airports mit in die Kalkulation einbezieht, die auch bei Digital Design deutlich höher ist, ergibt sich für mich ein eindeutiges Bild, welche in meinen Augen die bessere Szenerie ist. Solltet ihr doch jetzt diesen Airport von RD Presets erwerben wollen, könnt ihr dies in diversen Online-Shops tun. Zum Beispiel auf Contrail, hier werden für die Szenerie 21 Euro fällig. Für die Installation werdet ihr ca. 3,5 GB in Speicherplatz benötigen. Ich hoffe, euch hat dieses Review gefallen und ihr konntet euch ein gutes Bild von dem Airport machen. Falls ja, lasst gerne ein Like da und abonniert unseren YouTube-Kanal, um auch in Zukunft keine Reviews von uns zu verpassen. Für alle weiteren News und Reviews der Flugsimulation könnt ihr währenddessen immer auf unserer Newsseite vorbeischauen unter cruiselevel.de. Ich freue mich, dass ihr heute eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal, euer Andreas. 20, retard. 5.